Hallo und herzlich willkommen zu Makler TV. Quo Vadis 2020? So oder so ähnlich beginnen Sie die meisten Jahresausblicke und meistens enden Sie mit einem großen Sparten- und Produktüberblick. Jetzt sind wir von Makler TV ja inzwischen dafür bekannt, keine Produktshow abzuliefern. Trotzdem wird es 2020 genügend Themen geben, die die Branche beschäftigt. Daher treffe ich jetzt Oliver Brüss. Er ist Vertriebsvorstand des Gotha-Konzerns und mit ihm spreche ich über die Trends, die für Vermittler wichtig sind. Herr Brüss, das Jahr 2020, was wird es für Vermittler mit sich bringen? Was erwarten Sie? Frau Wegemann, Sie wissen ja, Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube aber, wir stehen vor einem sehr, sehr spannenden Jahr. Wir werden sowohl politisch wie auch wirtschaftlich einige Fragezeichen haben Anfang des Jahres, wo die Reise hingeht. Keiner weiß so ganz genau, was passiert mit der GroKo. Auch die Diskussionen zum Thema Rezession, ja oder nein, sind im vollen Gange. Das werden wir sicherlich spüren. Und gerade die Regulatorik, die politischen Rahmenstellungen, Rahmenbedingungen, die sich ja auch verändern, sind für uns natürlich ganz elementar. Was passiert mit LVEG2? Was passiert mit dem Review im Bereich IDD oder MiFID? Alles Dinge, die uns natürlich im nächsten Jahr bewegen werden. Wie wird sich denn der Vermittlermarkt aus Ihrer Sicht entwickeln? Ja, im Vermittlermarkt spüren wir natürlich jetzt über Jahre, kann man schon sagen, klaren, deutlichen Rückgang. Die Vermittlerzahlen haben sich seit 2011 um fast 75.000 Vermittler reduziert. Und ich glaube, dieser Trend wird weiter anhalten. Also insofern ist die besondere Herausforderung für uns, qualifiziertes Personal erstmal zu begeistern für dieses Berufsbild und sie dann natürlich auch in die Qualifizierung zu bringen, das auszuleben. Ich halte das Berufsbild für extrem spannend, glaube auch daran, dass der Beruf extreme Zukunft hat, wenn man es dann qualifiziert und fachlich gut macht und sich, ich sag mal, den Herausforderungen des hybriden Kunden, so nennen wir ihn ja immer, dann entsprechend auch öffnet. Was meinen Sie denn damit ganz genau? Ja, der Vermittler muss sich, ich sag mal, technisch auf die Höhe der Zeit bringen, so nenne ich es mal. Hybrider Kunde heißt ja, der Kunde entscheidet fallweise, wie er mit uns zusammen kommunizieren will, wie er Transaktionen tätigen will und wie er sich informiert. Wir reden ja immer so vom Ropo-Kunden, also der Kunde, der online erstmal recherchiert und dann offline abschließt. Und das hat natürlich besondere Herausforderungen für den Vermittler. Er muss entsprechend mit seiner technischen Infrastruktur, mit seinem Auftritt, seiner Homepage, ich sag mal, seinen Kommunikationsprozessen, seinen Interaktionsprozessen sich dem stellen. Und das ist natürlich schon für viele Vermittler noch eine Herausforderung und heißt, er muss seine Systeme entsprechend aufrüsten. Jetzt bleibt der technische Fortschritt im Vertrieb ja eine der größten Baustellen. Wo sehen Sie da die größte Herausforderung? Beim Makler ist natürlich die besondere Herausforderung, er arbeitet ja nicht nur mit einem Versicherungsunternehmen zusammen, sondern mit vielen. Insofern geht es natürlich erstmal darum, ich sag mal, die vielen Daten, die er einsammelt an unterschiedlichen Stellen, so zu normen, dass er, ich sag mal, für sich, aber auch gegenüber dem Kunden, zum Beispiel in einem digitalen Kundenkonto, diese Informationen transparent macht. Da ist natürlich Normung als Stichwort BIPRO ganz elementar. Da ist die Gotha einer der Vorreiter. Da sind wir auch, ich sag mal, bei allen Themen eigentlich immer sehr, sehr bemüht, schnell eben auch Daten elektronisch in einer genormten Form zur Verfügung zu stellen und damit die Basis überhaupt zu schaffen, dass ein Makler eben in seinem Ökosystem mit Daten arbeiten kann. Es wird aber auch heißen für uns, dass wir Prozesse schlanker machen, dass wir zum Beispiel elektronische Risikoprüfung anbieten, dass wir elektronische Unterschrift anbieten und somit den Vermittler auch in die Lage versetzen, sehr, sehr modern mit dem Kunden zu agieren. Denn der Kunde, ja, an was orientiert er sich, was vergleicht er? Das ist natürlich Amazon und Co., wo es eben sehr einfach ist und sehr schlank ist, einmal in Kommunikation und auch Transaktionen zu kommen. Und das ist die Herausforderung, die uns natürlich gemeinsam mit dem Makler dann erreicht. Was gibt es sonst jenseits der Technik? Ja, jenseits der Technik haben wir ein ganz besonderes Fest im nächsten Jahr zu feiern, denn wir werden 200 Jahre alt. Das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. Damit gehören wir zu den ältesten Versicherern in Deutschland und sind ein sehr traditionelles Haus. Und ich gerade, glaube ich, in den aktuellen Zeiten sagen kann, Tradition ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir sehen sehr viele Unternehmen, die irgendwie relativ schnell am Markt erscheinen, aber auch schnell wieder verschwunden sind. Uns gibt es 200 Jahre. Wir haben in den 200 Jahren aber eben auch mit Innovationen immer wieder gezeigt, dass wir vor der Welle sind, egal ob das neue Produkte oder Prozesse oder eben auch die Technik sind. Und das ist schon etwas Besonderes für uns und das werden wir feiern mit Mitarbeitern, mit Kunden, aber natürlich auch mit unseren besten Vertriebspartnern. Daneben werden wir aber natürlich eine Reihe neuer Produkte ausrollen. Da möchte ich aber heute nicht drüber reden. Das werden wir dann zu gegebenen Anlass machen.
Wir werden aber auch im Bereich Nachwuchsförderung, wir haben eben über das Thema Entwicklung im Vermittlermarkt gesprochen, werden wir uns viele Aktivitäten vornehmen und werden das Thema Frauen im Vertrieb fördern, ist auch etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, und eben Nachwuchsbildung, Ausbildung und Generierung wirklich von qualifizierten Personal uns wirklich auf die Fahne schreiben. Also wir haben viel vor. Herr Brüss, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.